So, nachdem ich jetzt den Speicherstand neu geladen habe und von der Militärbasis, wo wir waren, nochmal nachspielen durfte, von dem Punkt aus, wo wir den Selbstzerstörungsmechanismus eingeleitet haben, weil ich ja mal wieder nicht gespeichert habe, habe ich jetzt bis hierhin gespielt. Die beiden Wachen haben sich hier auch diesmal bewegt, nicht so wie beim letzten Mal, wo die halt da stehen blieben und halt das Spiel abgeschmiert ist. Und die hatten jetzt eine Waffe dabei, diese hier. Das ist, kann ich mal hier gucken, ein Plasmagewehr. Das ist eigentlich ganz nettes. Wir haben jetzt hier unser Lasergewehr, mit dem wir die ganze Zeit schießen. Das macht 25 bis 50 Schaden. Das andere macht 30 bis 65, ist ein bisschen stärker und braucht halt auch Fusionszellen und sowas. Hat aber eine geringere Reichweite. Unseres hat 45 Reichweite, also wir können damit weiter schießen und macht immer noch dieselben Schussanimationen. So, jetzt wollen wir aber hier nochmal reingehen und mal gucken, was haben wir denn hier in dieser Vault? Was ja offensichtlich wirklich eine Vault ist. Hat denselben Aufbau wie irgendwas anderes. Was haben wir da? Ein Computer. Du siehst ein paar Stücke, die menschliches Fleisch sein könnten. Du machst einen Augenblick mit dem Computer herum, aber du kommst nicht am Sicherheitssystem vorbei. Dann würde ich mal sagen, machen wir darauf Wissenschaft. Ich erhalte 1250 Erfahrungspunkte und ich finde interessante Daten über einen geheimen Stützpunkt im Nordwesten. Im Nordwesten? Ach so, ja klar. Die Militärbasis. Ja. So weit Nordwesten. Ich habe nicht weit genug Nordwesten gedacht gerade. So, hier hinten. Joa, der macht nicht wirklich viel. Mache ich darauf auch nochmal Wissenschaft. Kann nichts dazu lernen. Schade. Hier haben wir nochmal so einen Monitor. Da kann ich auch nichts mit machen. Auch nur irgendwas. Nö, brauche ich nicht. Gut, gehen wir weiter runter. Ebene 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Meister. Wer bist denn du? Du bist Tisch. Nein. Ich sehe einen durchgedrehten Wissenschaftler. Er arbeitet eifrig an etwas herum. Der auch. Und du bist? Du siehst Vincent. Er bewacht die schlafenden Verrückten. Und das ist auch ein Wissenschaftler. Und überall siehst du hier irgendwie so Überbleibsel. Stücke, die menschliches Fleisch sein können. Hier liegen das auch noch herum. Ich sehe Schleim. Und Schleim. Und Gedöns. Hier haben wir Gefangene. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir die gleich befreien können. Hier hinten wieder jede Menge von diesen komischen Kultisten. Ich sehe Kirchenbank. Jetzt sehe ich aber nicht, wer da alles ist. Aber nun gut. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Du siehst Lucy, einen normal aussehenden weiblichen Menschen. Sie trägt eine Krone. Bestimmt voll eine Prinzessin. Na gut. Gucken wir mal. Erstmal hier mal guten Tag sagen. Und dann legen wir sie alle um. Guten Tag. Eindringlinge! Ja, wow, der hat 20 Schaden gemacht, das ist eine Menge. Das machst du bitte nicht nochmal, Kollege hier, ne? Also, nee. Mach mal auf den Kopf. Das hast du schön gemacht. Mach mal auf die Augen. Boah, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Auf was wollt ihr denn? Zeit zu sterben. Ah ne, jetzt sind ja verrückte Wissenschaftler. Zeit zu sterben. Sterben. Jetzt kommen sie alle an. Ab auf den Kopf. Oh, mein Gesicht. Ab auf den Kopf. Alter, wie viel hält der denn aus? Scheiß Vincent. Die anderen sind hoffentlich keine namhaften Deppen. Und ich sollte mich mal bald wieder heilen. So, Kopf. Oder Zahl? Nee, Kopf. Alter, der hält ja echt gut was aus hier. Darf halt nur nicht wieder so viel Schaden kassieren. Oh, so viel zum Thema, nicht so viel Schaden kassieren. Ja, okay, gut. Dann machen wir das anders.
Na, also so nicht. Ne, also so nicht. Nee, nee. So, dann gehen wir halt nochmal rein, machen hier nochmal Wissenschaft auf den Dingens hier. Ich könnte mich natürlich auch vorher mal richtig heilen. Wir sind ja leicht angeschlagen. So, dann einmal hier laden. Dann einmal hier Stimpak. Du, das Stimpak. So, haben wir uns ein bisschen geheilt. Speichern wir hier nochmal ab. Einfach mal, weil ist besser. Dann überleben wir ein bisschen länger. Sind zwar hier nur gefühlte 15 Lebenspunkte. Aber auch die, ne, müssen gemacht werden. Gut, jetzt überlege ich. Ich überlege. Mach mal die dahin. Zieh mal an. Vielleicht fällt das ja niemanden auf. Vielleicht. Man kann ja, ne, mal austesten. Weil die haben natürlich schon richtig deftige Waffen. Das sind... Ich kann das gar nicht erkennen hier, kann damit gar nicht sagen, was das jetzt für Leute sind. Das ist ein Sergeant. Das ist auch ein Sergeant. Aber halt schon hochrangige Deppen. Guten Tag. Okay, das stört die anscheinend nicht. Finde ich cool. Guten Tag. Jason ist ein lebender Gott. Nur die Annullierten dürfen passieren. Was meinst du mit Annullierten? Du kannst das Jenny nicht töten. Das alles. Dich. F. Ich will nicht töten. Ich will beten. Nein, offensichtlich. Auf Wiedersehen. Wer bist du? Sie ist Vigum, eine totale Niete. Er trägt eine Krone. Egal. Nirgends ist es so schön wie zu Hause. Wie zu Hause, wie zu Hause. Sie schreitet vor und zurück. Hör auf. Sie blickt dich intensiv an. Dafür werde ich dich töten. Dein Blut soll rot fließen. Moment mal, Blut ist ja rot. Wie kann es denn rot fließen? Ich glaube, das kann ich nicht. Darüber muss ich mal nachdenken. Hau ab! Ja, alle verrückt hier. Ich sehe Moa, einen vergammelten Typen. Er trägt eine Krone. Der Asphalt soll sich rot färben. Ich werde zuschlagen. Wovon redest du? Nur die Starken können passieren. Aber sie werden daran gehindert. Aber ich muss mit dem Meister reden. Gideon. Gideons Wort zählt. Okay. Also nur Verrückte. Überall. Weiß nicht, vielleicht darf ich hier rein? Vielleicht interessiert dir das nicht? Ich weiß ja auch nicht. Hier, machen wir mal... Das war 8, ne? Kann ich nicht reparieren? Doch, ich kann. Ich kann. Wenn ich es sehe. Nein. Jetzt mach doch. Auch jetzt habe ich das hier nicht im Sichtfeld, oder was? Der Kraftfeld-Emitter. Immer wieder so eine Sache. Wir haben doch schon reparieren geskillt jetzt extra dafür. Und denkst du, ich mache hier irgendwie mal Fortschritte? Nö. Stellt die Sau sich auch einfach immer davor, weißt du? Immer. Aber ich glaube, das hat echt keinen Sinn, hier die hier zu befreien. Zumindest nicht auf diesem Weg. Ja, dann. Dann zurück zum Altbewährten. Power Armor
und Ongo. Einfach mal, weil. Speichern wir einfach hier nochmal ab, weil es so schön ist. Wir haben zwar nicht wirklich viel erreicht, aber lieber ist, ne, nachdem jetzt das Spiel abgeschmiert ist, lieber einmal mehr speichern als einmal zu wenig. Yay, ich hab's super. Oh. Wo ist das? Gefangener ist tot, weil er für 128 Trefferpunkte getroffen wurde. Ja, ich würde mal sagen, ich habe einen Genozid begangen. Wie auch immer ich das angestellt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie auf jeden Fall ein bisschen getötet. So. Sie sind irgendwie in ihren Tod gelaufen. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Mal sehen, kriege ich den von hier aus? Ja, doch, müsste. Dann machen wir mal hier First Strike. Wurde kritisch getroffen. Uiuiuiuiui. Schon wieder kritisch. Ey. Am rechten Arm wurde ich getroffen. Du Penner! Du Penner! Du elendiger Dreckspenner! 52. Aber diesmal läuft es hier anscheinend eine ganze Ecke besser als vorhin. Mal ein bisschen mehr Schaden. Was ja grundsätzlich eine gute Sache ist. So, siehst du, geht doch. Kann ich hier nochmal mich heilen? Und ich hoffe mal. Ja, die anderen bleiben einfach mal da, wo sie sind. Das finde ich super. Ich überlege halt auch gerade echt tatsächlich. Sollte man diese verrückten Eingesperrten von ihrem Leid erlösen? Man muss ja mal echt so gerade mal so ein bisschen so moralisch darüber nachdenken. Will man halt dann das Leben von Menschen, die quasi geistig misshandelt wurden, zu ihrem eigenen Wohl dann quasi töten? Weil sie können ja kein normales Leben mehr führen. Weil sie einfach schon so geistig misshandelt wurden, ne, und hier halt in Postapokalypse, denke ich mal, kann man den Leuten da nicht mehr so richtig helfen. Das ist schwierig. Ob das halt moralisch vertretbar ist oder sowas. Ist halt nur so ein Gedanke, der mir halt gerade so durch den Kopf geht. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle, die irgendwie ein bisschen einen kleinen Klacks im Kopf haben, dass ich die jetzt alle umbringen will, so generell im Real Life oder ähnliches. Ja, ich glaube, da müsste ich bei mir erstmal Hand anlegen, ne? Aber das klingt verkehrt. Ach Gott, nein. Ach Leute. Oh. Es ist spät. Ich musste ja das Ganze nachspielen. Ja, also. Es ist. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir erlösen die von ihrem Leiden. Sie haben ja, na gut, für sie ist es in dem Sinn kein Leiden. Und irgendwie vielleicht auch schon. Es ist schwierig, was in den Köpfen von Verrückten so abgeht. Im Ernst. Das ist nicht auf die leichte Schippe zu nehmen. So, einfach mal hier auf den Kopf. Die greifen mich ja sonst gleich an, das kennen wir ja schon. So, und da hinten noch einer. Geht doch. Laden wir mal nach. Und Zug beenden. Achso, nee, Kampf beenden sogar. Nur immerhin 770 Erfahrungspunkte, ist okay, kann man machen. So, Stimpak. Und ruhig noch eins, weil wir haben so viel davon, sie müssen weg. Ne, Mindesthaltbarkeitsdatum und sowas, ne, muss weg. Was? Achso, oh, hat er wieder nicht gemacht, weil wieder nicht. Am Ende seine Animation. So, jetzt aber. Dann gucken wir nochmal, was hat der noch Schönes dabei. Boah. Und halt auch die Waffe, die wir vorhin schon eingesammelt haben. Also, was ich vorhin eingesammelt habe. Was ich ja gesagt habe, hier, ne, Waffe haben wir eingesammelt. Oh, wir haben Tragekapazität erreicht. Ja, das ist schlecht.
Du machst einen Augenblick an den Computer rum und gedönst. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen Wissenschaft drauf.